So, Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Diesmal ein Tipp für euch bezüglich MaxDome. Ihr habt das alle auf eurer Konsole. Und der Trick ist, ihr kriegt das für 2,66 Euro im Monat. Da kann man nichts falsch machen, denke ich. Ihr abonniert erstmal und zahlt normal 7,99 €. Dann müsst ihr online kündigen. Da schaltet sich dann einer ein. Erst dachte ich, das wäre ein Computer, so wie Anna von IKEA. Scheint aber tatsächlich ein Mensch zu sein. Und dem könnt ihr dann sagen, dass ihr das Angebot haben wollt für 2,66 Euro. Also die lassen euch da nicht so einfach raus. Die fragen erstmal nach. Und das ist gar nicht so leicht da zu kündigen bei MaxDome, ne? Das ist wahrscheinlich leichter auf jeder Pornoseite, die zu kündigen. Aber egal, ihr habt dann hier zwar ältere Filme und Serien, aber ich denke, für 2,66 Euro im Monat könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Das läuft dann 6 Monate. Jedenfalls ist das so momentan. Ich habe es schon zweimal gemacht. Und dann wollen sie wieder die 7,99 €. Dann müsst ihr halt wieder kündigen. Und dann kriegt ihr wieder 6 Monate für 2,66 Euro. Ich denke, das ist es wert. Mehr ist es auch nicht wert. Ich gucke hier irgendwie 2, 3 Filme im Monat. Sky habe ich gerade abbestellt für 15 Euro. Ich finde, das lohnt sich überhaupt nicht. Müsst ihr wissen, am besten ihr probiert einfach mal alles aus. Aber auf jeden Fall, denkt an die 2,66 Euro, dass ihr kündigt, ne? Dass ihr das Angebot mitnehmt. Okay, Freunde, das war's für heute. Der Tipp. Ich wünsche euch viel Spaß mit MaxDome und den Filmen. Ich bin raus. Euer Papa.